Was geht, Freunde? Grüßt euch und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und Freunde, ihr seht schon, EA FC 25 steht vor der Tür. EA Sports hat da gestern so viele Informationen gedroppt. Es gab einen Deep Dive, den Link packe ich euch mal oben in die Videobeschreibung. Und ja, wir gucken uns das Ganze hier an. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert für den Algorithmus. Kommentiert, seid ihr gehypt? Wir gehen rein. Ja, Freunde, ihr seht schon, ich bin an der Konsole, ne, in der Bibliothek. Und natürlich werden wir die PS5-Version auswählen. Ihr seht den Timer. 2 Tage, 9 Stunden, 9 Minuten. Dann geht der Aal endlich los. Das ist Freitag, 0 Uhr. Ich nehme das Ganze hier gerade Dienstag auf. Und ja, da seht ihr auch schon, es gibt einen Preload. Ne? Das heißt, ihr könnt euch auch schon morgen das Spiel runterladen. Aber zocken wird noch nicht gehen. Das wollte ich euch sonst gerade noch mitteilen. Ansonsten gehen wir jetzt mal rüber an den PC. Weil es gibt Weekend League Neuerungen, Freunde. Allgemein Neuerungen. Wir müssen reden. Ja, let's go. So, dann kommen wir erstmal zu den Grunddaten, Freunde. Ach ja, ganz wichtig. Kommt auf Twitch vorbei, ne? Ich weiß noch nicht, ne? Freitag kommt ja das Spiel gegen 0 Uhr raus. Ob ich Freitagabend den Stream schon anhaue oder Sonntagabend, ne? Müssen wir mal schauen. Samstag bin ich ja auf dem Spiel in der Duisburg, in der nächsten Stadionblock. Zu Hause gegen Wiedenbrück, ne? Aber hier schauen wir uns mal kurz erstmal den Kalender an, Freunde. Die Web-App soll jetzt doch nicht wie jedes Jahr 2 Tage vorher erscheinen. Ne? Jetzt wäre es am Mittwoch gewesen. Übrigens habe ich jetzt zu FIFA-Release das erste Mal wieder freigenommen. Ne? Das heißt, von Freitag bis nächste Woche Mittwoch hat Pirat TV frei, um zu grinden. Ich habe früher immer freigenommen, quasi in der Ausbildung schon damals. Ne? Immer wenn FIFA da war. Ich war ja richtig heiß. Letztes Jahr konnte ich das nicht nehmen, weil das ja meine richtige erste vollwertige, vollzeitige Berufsjahr war für mich. Da wollte ich nicht im ersten Jahr direkt freinehmen für FIFA. Er war ja der einzige Buchhalter, so, ne, war so ein Unternehmen, das sich halt im Aufbau befand, ne, ein Startup quasi, so schon im zweiten, dritten Jahr, aber, und die Buchhaltungsposition habe ich da neu bekleidet, deswegen konnte ich da nicht sofort freimachen, konnte ich schon, aber sonst hätte ich mich selbst hops genommen, weil die Arbeit liegen bleibt und jetzt ein bisschen gekracht auf jeden Fall, bisschen so Randnotiz. Ansonsten, ja, werden wir jetzt wahrscheinlich, ich denke mal, Mittwoch fangen die ersten Streamer schon an, das Spiel dann zu zeigen und ihre ganzen Packs zu verballern, ne? 7,5k Packs. Wobei, letztes Jahr war auch das erste Mal dann schon voll früh Special Packs, ne, möglich zu ziehen. Wird, glaube ich, dieses Jahr nicht anders sein. Es wurden ja auch schon Karten geleakt. Und es wurde so viel geleakt. Ich will nicht über alles reden. Schaut euch da unbedingt den Link in der Videobeschreibung an. Guckt auf Twitter. Überall ist alles full. TikTok war bei mir gestern komplett Eskalation, ne? Nur Weekend League, Weekend League, Weekend League. Immer wenn ich gescrollt habe. Ich wollte nicht dann auch noch einen TikTok machen dazu, ne? Gucken wir uns hier in dem Video nochmal an. Ansonsten, ja, kommt für uns PlayStation-Spieler, die die Ultimate Edition bestellt haben, jetzt am Freitag das Spiel raus um 0 Uhr. Xbox-User können das schon wahrscheinlich mit dem Neuseeland-Account ein bisschen früher spielen. Und PC-Spieler müssen ein bisschen loslassen, können sogar erst ein bisschen später spielen, um 6 Uhr morgens am Freitag oder so. Da hat es irgendwie ein bisschen gekracht. Und ja, wir werden wahrscheinlich viel den Streamern zuschauen müssen. So wird das sein. Und die Web-App, wie gesagt, die kommt jetzt auch erst am Donnerstag zusammen mit der Handy-App, Compagnon-App. Ja, wird ein bisschen blöd. Ne? Aber gut, kann man nichts ändern. Aber generell ist ja auch alles irgendwie anders, sage ich mal. Ne? Ich war so einer, der in der Web-App dann immer schon versucht hat zu snipen und so. Das hat mir mal Spaß gemacht, 1-2 Tage. Aber müssen wir jetzt mal ein bisschen weniger snipen, ne? Mehr Streams gucken von den ganz großen Streamern. Und ja. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und das ist die Weekend League selber, Freunde. Keine 20 Games mehr, nur noch 15 Spiele. Hier seht ihr die Ränge dazu, ne? Rang 6 ist 8 Wins, Rang 5 9 Wins. Nur für 12 Wins ist Pustekuchen, ne? Und ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, ne? Die Quali ist übrigens auch, ihr müsst aus 5 Spielen, die ihr spielt, 3 gewinnen. Man hat zwar irgendwie so 16, 17 Versuche diesmal in einer Season, anstatt wie sonst immer so 10. Zwar mehr Versuche, aber du musst halt echt 3 gewinnen von 5 Games. Und da kannst du Glück haben komplett, ne, oder auch komplett Pech haben. Ich erinnere mich an letztes Jahr, da kam ich mit dem Gameplay nicht klar. Ich habe die erste Quali nicht geschafft. Ich weiß das noch, ne. Ich habe nicht geschafft. Damals war das, glaube ich, ein bisschen anders. War das 5 Siege aus 10 am Anfang? Ich weiß nur, dass das irgendwie mittendrin geswitcht wurde, glaube ich. Aber ansonsten, wenn es echt 4 Siege aus 10 Games war, glaube ich nicht. Ich glaube, das war weniger. Ich glaube, man hat 8 Games gemacht und 5 Siege oder so. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich die erste Quali nicht geschafft letztes Jahr. Und alle, die jetzt gerade neu einschalten und sich denken, Junge, da bist du Noob. Freunde, ich zocke seit FIFA 12 schon Ultimate Team. Ich bin kein E-Sportler. Ich bin ein Möchtegern-Schwitzer. Ne? Letztes Jahr Rekord war 19 Siege. Naja, auch mal 18 Siege geschafft. Regelmäßig 16. Und am Ende halt immer bei 11 Siegen, 14 Siegen so losgelassen.
Aber mein Highlight war halt irgendwann FIFA 17, 18, 19 rum, irgendwo da mittendrin für einen Samstagabend mal in der Top 100 gewesen zu sein für ein paar Stunden. Aber das war noch, das war nicht nennenswert eigentlich, aber ich bin halt so ein Möchtegern-Spitzer. Um euch allen, die jetzt schon länger FIFA zocken, ein bisschen den Rang zu geben, Gold 1 bis Elite 3 damals, ne? Würde ich so schätzen. Und heutzutage 16 Siege, 15, 16, 17 Siege so. Naja, aber oft auch jetzt, wenn jetzt nicht denken. Und wenn ich gar keinen Bock habe, 11. Und deswegen weiß ich nicht, mich hier einzuschätzen, Freunde. Ne? Gerade weil die Quali so schwer ist, weiß ich nicht, wohin damit. Ich habe gestern Junior Sito noch geschrieben, ne? Der Mann, von dem hängt auch übrigens ab, wie viel ich streame und so, ne? Wie aktiv ich bin. Weil irgendwie habe ich euch ja schon mal erklärt, ich fühle FIFA nicht mehr so wie die letzten Jahre. Wenn der Mann da am Stream ist, haue ich den Stream dann auch oft genug wahrscheinlich an, aber solo tue ich mir das Ganze hier nicht an. Also der Fahrplan generell. Freitag 0 Uhr, wenn das Game dann rauskommt. Es wird dann am, ja, so morgens oder 10 Uhr morgens, 12 Uhr, 13, 14 Uhr. Gucken wir mal, wann das Video kommt. Mein erstes Spiel auf jeden Fall online kommen. Als YouTube-Video, ne, als Highlight. Und wie ich mein Team bis dahin gebaut habe. Quasi mein erstes Starter-Team. Ne, das kommt als YouTube-Video, ne, dass ihr da Bescheid wisst. Und ob dann abends noch gestreamt wird, schauen wir mal, ne, spontan, wie gesagt. Und ja, weil man muss halt viel jetzt erstmal Packs sammeln, ne. Und wie mache ich das am besten? Dann mit einem Junior Seed, ne, schnappt euch da einen Kollegen oder so. Macht da die ganzen Objectives, erspielt euch die Packs, ne, und dann in so einem Pack-Opening. Ja, das wird auch ein geiles Video, das erste Pack-Opening. Ich weiß noch, damals habe ich, glaube ich, Salah gezogen. Der war dann der Urwirt später, aber das war, glaube ich, einer meiner ersten Workouts. Na, Big Mike auch noch. Bei Mike Magnan habe ich in der Web-App gezogen. Da habe ich nicht vergessen, ne? Auf jeden Fall, was haltet ihr von dem Ganzen, Freunde? Ich weiß das noch nicht einzuschätzen. Wir wollen ja alle eigentlich das alte System wieder, ne? 30 Spiele ruhig und, ja. 30 Spiele, mach 30 Spiele, mach wieder Top 100, mach, dass man Freundesbestenliste sieht und sowas. Das wäre ja alles traumhaft, aber die gehen von 20 Spielen sogar auf 15 runter. So, ich war gestern noch so komplett dagegen und dachte mir, oh nein, EA Sports. Aber für mich ist das ja eigentlich sogar gut, ne? Ihr wisst, ich mache Stadion-Vlogs. Gerade weil ich ja jedes Duisburg-Spiel jetzt dabei sein will, ist mein Samstag quasi ausgebucht immer. Muss man sagen. Und dadurch, für mich ist auch immer die innere Regel von Freitag bis Sonntagabend geht die WL. Eigentlich geht die ja bis Montag, Dienstag inzwischen. Aber für mich persönlich immer. Das ist so ein persönliches Problem. Und das ist eigentlich gut für mich. Ne? 15 Spiele, dann machst du Freitag so 7 Games und Sonntag dann 8 Games oder so. Ne? Ist eigentlich gut für mich. Aber ich überlege die ganze Zeit so, wenn E-Sportler und sowas spielen. Ne? Die machen ja die WL dann in 1, 2 Stunden fertig. Dann gehen die auf ihre 8 Accounts, 9 Accounts. Ist das dann geil für uns normale Spieler? Das sind so meine Befürchtungen. Und ja, zu den Rewards kommen wir später auch noch. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Allgemein würde ich noch sagen, auch Rivals-System wurde geändert. Ihr müsst jetzt 15 Siege machen, Freunde. Und da kracht's auch schon. Wenn ich überlege, wenn du ganz normal Vollzeit arbeitest und so, ne, dann musst du ja gefühlt jeden Tag so 3, 4 Siege machen. So 3 Siege musst du ja machen, damit du unter der Woche die 15 Siege schaffst. Und je höher du bist bei Rivals, desto mehr ist ja auch schwieriger und verschwitzter. Und bei Rivals ist ja das Problem dieses Jahr, dass ja, du kannst absteigen und so, dann schneidest du dir aber ins eigene Fleisch, weil die Rewards dann schlechter sind. Und Rivals habe ich immer runtergequittet wegen den Objectives in Friendlies. Ne? Aber dadurch, dass in Friendlies, ne, in den Freundschaftsspielen jetzt auch so ein neues Matchmaking ist wie bei FUT Champions, da noch eine wichtige Info. Es wird so gewertet, dass wenn ihr ein Spiel quittet, dass das quasi nicht ins Matchmaking fließt, ihr müsst die 90 Minuten gespielt haben. Das heißt, wenn du da 1-0 verlierst, dann zählt das als Niederlage, aber wenn du vorher rausquittest, Bei Friendlies ist das so, das heißt, Objectives werden auch wieder verschwitzter. Ach, da kracht's wieder, Freunde. Da kracht's. Und Rivals will wahrscheinlich jetzt jeder sein Bestes geben, weil die Rewards überall eigentlich gut sind, muss man sagen. Wir gucken uns gleich nochmal die anderen Ränge an in der Weekend League. Aber so, das war jetzt ein bisschen was zu FUT Champions, ne, Weekend League und Rivals. Gehen wir mal zum nächsten Thema. Ja, hier sehen wir es nochmal, ne? Die Playoffs, 5 Spiele. 3 musst du gewinnen, um dich zu qualifizieren. Und ja, sind wir von 40 Games damals auf 15, ne? Oh, das ist irgendwo gut, aber auch irgendwo schlecht, wenn ich an die ganzen Schüler denke, an die, die ihr Wochenende lieben. Ich erinnere mich zurück, ich gucke Sportschau, ich gucke, keine Ahnung, Bundesliga, ich gucke Sky, ich gucke hier Streams, ne, andere. Ich mache hier mehrere Streams auf, weil alle Weekend League spielen und zock hier selber meine WL 40 Games oder 30. Das war dann so geil, so ein Wochenende. Ne? Man hat es geliebt. Gerade so diese ersten Wochen waren immer Liebe pur. Und jetzt hast du nach 15 Games, ist jeder gefühlt fertig.
Ich vermisse auch ein bisschen diesen Rewards Day, ne? Also macht donnerstags, kriegt man die Rewards und sowas. Aber gut, vielleicht bin ich doch alt, den Mann. Und jetzt kommen wir direkt hier zum Abschluss, Freunde, des Videos, ne? Hier sehen wir nochmal alle Rewards und wir fangen an, was komplett rumkursiert ist überall. Wenn du 15 Siege holst, ne, was die E-Sportler wahrscheinlich alle machen, dann hast du schon so eine Base-Icon untradable, ne? Ah, hier ist leider, aufgelistet, ob untrade oder trade. So ein Base-Icon, hier steht es leider nicht, ist untradable, ne? Nicht verwechseln, aber hier, schaut euch das mal an. Du kriegst hier 200.000 Münzen, Team of the Week Sachen. Ich sag's sogar verdient, du bist ein Brettspieler, du sollst belohnt werden dafür, ne? Das ist meine Meinung. Aber jetzt schaut euch das mal an. Wenn du jetzt gegen einen 15-Siege-Öler spielst, so was für ein Teamvorteil der haben wird und alles, ne, komplett. So jetzt, der macht sich dann einen dritten Account, vierter Account, fünfter Account und holt immer 15 Wins. Und dann sind wir hier, die so zwischen 6 und 9 vielleicht irgendwo rumtendeln. Da sehe ich auch die Rewards tatsächlich das erste Mal, Freunde. Gucken wir uns das Ganze mal an. Oh mein Gott, da machst du so 20.000 Münzen, ey. Boah, diese 11x81 Plus Packs, Freunde, die das letzte Jahr hat mir gezeigt, gerade dadurch, dass diese ganzen Frauenspielerinnen inzwischen auch da sind, du kriegst da 10 81er und 1 82er oder so. Also diese Packs sind verwirrtet und oh. Ich kann es halt nicht einschätzen, ne? Werde ich mich zwischen 6 und 9 einpendeln, zwischen 10 und 13? Ich kann es euch nicht sagen. Es wird verschwitzt. Die erste WL sowieso verschwitzter denn je. Es gibt auch schon so Special Cards, habe ich gesehen. So ein Alaba hier im Flashback soll kommen. Gut, SBC ist am Anfang, könnte auch krachen. Generell mein Tipp, ne, geht mit Untrade-Teams rein. Also ich habe auch gelernt, Münzen immer ne, wertvoll aussparen. Und dann schauen wir uns hier mal an. 15 Wins weiß jeder inzwischen. Dann haben wir hier Base Hero. Du bekommst hier Hero Packs. Okay, krass. 2x10x84. Boah, das sind so Brettbelohnungen, ey. Also wenn du Rang 1 bis 3 bekommst, ist schon richtig geil, ne? 2, 4 auch. Ah, hier. Rang 5 fängst schon an zu krachen ein bisschen mit dem Base. Hero Max, dass man so sagt, Max. Aber generell interessante Grafik. Könnt ihr euch gerne screenshoten. Schickt das in eure FIFA-WhatsApp-Gruppen. Wirklich eine geile Übersicht, muss ich sagen, ne? Hier muss immer Props da lassen. Dann Spreechy George, ne? George XLS. Packe ich euch auch mal in die Videobeschreibung. Aber ja. Ich weiß halt nicht, wo die Reise hingehen wird hier. Wo die Reise hingehen wird, ja. Aber Jam, jetzt müssen wir uns eh noch nicht so Sorgen machen. Geht ja meistens erst 2 Wochen nach Release los. Ne? Müssen erstmal unsere Teams machen. Rivals grinden, Elite Division. Also Rewards generell sind gut bei hohen Sachen, ne? Auch bei Elite Division. Die Rewards waren top. Aber ja, wenn du Casual Gamer bist, 6, 7 Siege, boah. Es ist halt auch schwieriger, in die WL zu kommen, ne? Darf man nicht vergessen. Das heißt, das Ganze wird verölter. Ich kann das Ganze, wie gesagt, inzwischen nicht einschätzen. Gestern war ich noch kompletter Gegner hiervon. Aber inzwischen ein bisschen sacken lassen. Mal schauen, wo die Reise hingeht, denke ich mir. Ja, ich hoffe nur, das bleibt irgendwie bei. Ich habe auch Isito geschrieben gestern, hol das noch nicht. Ne? Der Mann hat sich das noch nicht geholt. Ne, spar dein Geld und sowas. Und dann hat der geschrieben, ja, was machen wir da mit YouTube und so. Wir müssen noch YouTube-Videos machen. Da habe ich sofort gesagt, ja, hast recht, hol sofort. Weil YouTube ist halt das, was so Liebe ist, ne, eure Kommentare mit euch zusammen. Ey, den habe ich gezogen. Schau mal, jetzt in dem Video hast du den gezogen. Dein Packlack hätte ich gerne und sowas. Das ist ja das, was am Ende Spaß macht, ne. Das ist das, was am Ende Spaß macht. Und ach ja, hier nochmal kurzer Reminder, ne. Folgt rein, Freunde, folgt rein auf Twitch. Ich will den Alert-Sound hier am Freitag und Sonntag oft genug hören. Ja, Freunde, ich hoffe, wir konnten ein bisschen über die WL reden. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich sag, lasst es einfach auf uns zukommen. Schauen wir mal, wie es wird. Ich freue mich wie ein Kleinkind, Freitag um 0 Uhr da reinzugehen. Das als Video dann wieder ein bisschen festzuhalten. Meine ersten Schritte, mein erstes Game. Wird geil, ey. Und dann hoffentlich mit Zito wieder hier ganzen Objectives grinden und Das war die letzten 2 Jahre echt spaßig, muss ich sagen. So komplett zu grinden, die Objectives und so. In dem Sinne, Freunde, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert eure Gedanken, wie gesagt. Ich bin raus. Und ach ja, bei Instagram gerne reinfolgen, Freunde. Da noch ein paar Fragen stellen. Morgen kommt ein Q&A wieder. Dann machen wir so alle 2-3 Wochen. Ich bin raus. Haut rein und ciao. Yeah. I got 1 grand on my dummy up. Who caught a million my go yard though? I win the guess, so you still got a show. Born with the drip and just learn how to hustle.
Look at your bitch through these DR by focus. I get me some hands, she been that shit over.